Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CSGO Overwatch mit mir, dem Akkulatz. Ja, wir sind mal wieder auf Das 2, wobei mal wieder nicht wirklich stimmt, weil Das 2 hatte ich schon länger nicht mehr. Und wieder zwei wundervolle Headshots gleich mit der Scout. Zu Verdächtiger hat 10-2-1 in der vierten Runde. Puh, also... Da hat er auf jeden Fall schon mal was vorgelegt. 80%ige Headshot-Quote. Und ja. So. Wow. Wow. Da hat er jetzt auf jeden Fall geglaubt, dass er weiterläuft. Oh. Sehr, sehr interessantes Gameplay. Ja, wenn da noch jetzt durch die Smoke einer gefallen wäre, dann hätten wir es gleich sofort gewusst. Aber, ja. Schaut sehr nach Wallhack aus. Ah, ja, genau. Schießen nur durch die Wand. Ja, gut. Da braucht man auch wieder nichts dazu, sondern das ist auch schon wieder eindeutigst mit Wallhack. Also zweimal hier so durchgebankt. Auch hier wieder ganz genau drauf. Ja. Meiner Meinung nach bis jetzt kein Aimbot, aber ein Wallhack mit dabei. Jetzt mit der R9 heißt die Pistole, wenn man das alles täuscht. Ist auch eine sehr, sehr starke Waffe. Also ich tippe bis jetzt noch immer auf Vision Assist, aber noch nicht auf Aimbot. Aber gut, ein Cheat alleine reicht, denn man muss ja nicht gleich die ganze Palette an Cheats mit haben. Auch hier gleich gewusst, im Eck steht einer, konnte man nicht gesehen haben. Aber man hat hier auch wieder gesehen, die Waffe hat auch wirkliche Nachteile. Und das durch die Smoke hat er sich jetzt nicht getraut. Obwohl das Ganze eh schon wirklich sehr, sehr... Ich weiß es doch, dass deiner steht. Gar nicht gewusst, dass sie so präzise ist, die Waffe. Ich wusste schon, dass sie präzise ist, aber erst nach, ich glaube, 10 Schuss oder so wird sie präzise. Können Sie mich auch gerne ausbessern, wenn dies nicht mehr der Fall ist. Also früher war es gar nicht so. Gleich durch die Smoke richtig schön gegeben. Ja. Gut, man könnte jetzt natürlich sagen, man hat die Waffe gesehen, aber... In seinem Fall glaube ich doch eher nicht daran. Wird jetzt mal schnell A lang gepusht und ich bin. Naja. Er schaut kein Ecker, sondern ist dann gleich richtig drauf. Also, weiß natürlich, hier steht auch noch einer. Bin mir manchmal nicht so sicher, ob das Crosshair nicht mitgeht. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber gut. Jetzt geht er mit darauf. Jetzt ist die Frage. Ach, er weiß es natürlich. Natürlich weiß er es. Steps kann er natürlich keiner gehört haben, weil dafür war er zu weit weg. Er wartet schon auf ihn. Hohohoho. Man muss natürlich sagen, hier hat man überhaupt nichts gesehen vom Gegner. Also ich kann gerne mal das X-Ray abschalten. Dass man jetzt nur mal sehen wirklich, was hier für Reflexe dabei sind. Also den hat man eine Millisekunde gesehen und der ist gleich gefallen. Schauen wir mal schnell mit X-Ray. Wo ist da einer? Ah, da kommt einer. Gut, hat man jetzt gesehen. So, schauen wir wieder. Okay, da unten. Da unten ist auch noch einer. So, jetzt haben wir wieder kein X-Ray dabei. Weil... Ah, ja, leider. Leider haben wir das jetzt nicht mehr so ausprobieren können, aber ich sage mal, Zielhilfe unzureichend, Sichthilfe zweifellos erkennbar. Und ich hoffe, ihr seid da meiner Meinung. Wenn nicht, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon gehalten habt. Ja, sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich natürlich über einen Like sehr freuen. Und solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich mich natürlich über ein Abo auch sehr freuen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Baba, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.